Tuning heißt heutzutage meistens größer, schneller, weiter. Ich habe mehr PS, ich habe ein größeres Auto, ich habe größere Felgen, ich habe ein Luftfahrwerk. Und um den Ganzen ein bisschen in Gegenwind zu geben, habe ich mich entschieden, ein Video drüber zu machen, über alle meine Mängel an meinem Auto. Dieses Auto hat 200.000 Kilometer runter und hat einige Mängel, was man vielleicht von Weitem gar nicht sieht. Aber das gehört halt auch mit dazu, dass ein Auto Mängel hat. Und nicht jeder kann sich heutzutage einen Neuwagen leisten oder sich leisten, jeden kleinen Mangel an seinem Auto reparieren, aufbereiten, verbessern zu lassen. Und deswegen sollte man einfach auch einfach zu dem stehen, was man hat. Deswegen heute alle Mängel an meinem Auto. Wie ihr dort schön seht, habe ich hier an der Heckklappe einen richtig schönen Kratzer drin. Den habe ich damals schon mal versucht auszupolieren. Leider ist er so tief, dass ich den nicht auspolieren kann. Auf der anderen Seite der Heckklappe habe ich noch eine kleine Delle drin. Die fällt eigentlich, ist mir noch nie aufgefallen, außer wenn man so mit Licht hinten aufs Auto drauf leuchtet. Also wenn man mit dem Auto hinter mir fährt oder an der Ampel hinter mir steht, dann sieht man das, dass dort eine kleine Delle rechts ist. Ich weiß nicht, ob ich das eingefangen bekomme, aber hinten an der Heckschussstange, da tut sich so der Lack so abblättern von der Heckschussstange. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, weil irgendwann soll ja sowieso nochmal eine M-Paket Heckschussstange kommen. Ja, wenn wir einmal hier hinten sind, dann geht es natürlich auch hier um den gecleanten Heckscheibenwischer. Bin ich immer noch sehr, sehr zufrieden mit. Ich kann meine Heckscheibe nämlich mit der Fernbedienung öffnen. Heißt, ich habe immer noch diese Funktion der geteilten Heckscheibe. Problem ist aber, beim Ausbau gibt es hier drinnen so einen Gummiring, sage ich jetzt mal. Und den habe ich mehr oder weniger gewalttätig versucht rauszuholen, obwohl man damit Wärme was machen kann. Dabei bin ich ein bisschen unter diese Heckscheibe gekommen und da ist mir ein bisschen was aufgeplatzt. Sieht man nur, wenn man, sage ich mal, wirklich 20 cm drüber guckt und da sieht man nur, dass das ein bisschen angeknackt ist, sage ich mal. Ja, der kleine Fleck hier, weiß ich auch nicht, was das ist, Rost oder irgendwas, schlecht lackiert. Ich muss ehrlich sagen, das stört mich wirklich. Aber ich habe auch keine Lust, jetzt hier anzufangen, irgendwas zu fuschen. Dann wird es eh nur noch schlimmer, deswegen bleibt das erstmal so. Vielleicht finde ich ja langfristig dort irgendeine andere Möglichkeit. Chromleisten habe ich selber foliert. Ist nicht ganz perfekt geworden, aber ich bin ehrlich zu euch, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Wie gesagt, manchmal habe ich nicht perfekt abgeschnitten oder um die Ränder perfekt umgelegt, aber ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Kann man natürlich nie mit einem Folierer vergleichen, der dafür 600 Euro verlangt, aber mir, für mich und mein Auto reicht das zu. Ja, wenn die Wagenheberaufnahmen dann langsam aufgeben, wenn man nicht den richtigen Aufsatz benutzt. Ich zeige euch mal meinen Wagenheber. Normalerweise gibt es für solche Wagenheber dann solche Aufsätze quasi, die dann in dieses Eckige reinpassen. Aber ich bin euch ehrlich, Freunde, das interessiert mich nicht. Das sind Wagenheberaufnahmen, die sind dafür gedacht, dass man die benutzt. Und ich sage jetzt mal, allzu teuer sind die nicht. Wenn die, sage ich mal, ein Stück mal in einem Jahr abfällt, ersetzt man die einfach und da ist gut. Ja, die Frontschussstange, die habe ich damals selber lackiert und hier ist nur sogenannter 1K, also ein Komponentenklarlack drauf und der bietet nicht so eine Polierbarkeit und am Endeffekt nicht so ein Glanz wie 2K Klarlack. Ich habe das damals mal aufpoliert. Jetzt sieht man es. Ich meine, ne, das ist natürlich jetzt hier kein
Profi lackierte mega High-End 2K oder 86K Stoßstange. Mittlerweile sieht das jetzt dadurch gar nicht mal allzu schlecht aus, aber wenn man genau hinguckt, erkennt man den Unterschied. Ich muss ehrlich sein, ja, wäre cool, das irgendwann mal mit 2K Klarlack oder richtig lackieren zu lassen, aber das ist es mir aktuell nicht wert, das machen zu lassen. Jo. Wenn wir einmal hier vorne sind, kommen wir mal zu einem Punkt, der mich wirklich stört. Und das ist die Motorhaube. Die Motorhaube ist schlecht lackiert, hat den Schaden, ihr kennt den Schaden, denke ich mal, oder viele von euch kennen den Schaden. Ja, ich darf leider da aktuell nichts dran machen, weil das noch Gegenstand ist von der Versicherung. Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Ist nicht ganz optimal. Irgendwann würde ich diese gerne austauschen bzw. neu lackieren lassen. Ja, im Innenraum, die Alcantara-Folie ist natürlich nicht ganz optimal geklebt. Sieht man an der Fahrerseite, da habe ich nochmal so ein bisschen nachgefuscht, sage ich mal. Und an den Düsen, da wurde nicht ganz gut geklebt. Ist nicht ganz optimal, könnte man zu passender Gelegenheit mal mitmachen. Ist jetzt aber nicht so, dass es mich sagt, dass ich sage, mich triggert das ultra oder ungemein, sondern könnte man halt mal mitmachen zu passender Gelegenheit. Was mich dann aber schon eher stört, ist das Lenkrad. Das Lenkrad geht gar nicht fit, das ist nämlich so abgegriffen links. Das gefällt mir wirklich nie und zu passender Gelegenheit und wenn der Geldbeutel mal wieder sagt, ja, wäre es mal an der Zeit, an dem Lenkrad mal was zu machen oder sich ein neues zu holen. Sicherlich habe ich einige Kleinigkeiten vergessen, aber was soll man sagen? Ist ein Auto mit 200.000 Kilometern, das Auto wurde gefahren, das stand nicht nur in der Halle oder auf irgendwelchen Messen rum und war dafür da, um angeguckt zu werden, sondern das ist wirklich ein Auto, was gefahren wurde oder was gefahren wird. Was ich ganz vergessen habe, das ist ein Reimport aus Italien. Ja, ist halt so. Ist halt ein Auto, was gefahren wird. Ich bin trotzdem stolz auf das Auto und das solltet ihr genauso sein, auch wenn es nicht das Auto ist mit den meisten PS, mit kein 5er BMW, sondern ihr nur einen 3er BMW habt oder vielleicht sogar nur einen 1er BMW oder halt auch nicht die beste Ausstattung habt. Freunde, ich habe keine Sitzheizung in dem Auto, also ja, so ist das manchmal. Seid trotzdem stolz auf das, was ihr habt und lasst euch nicht so triggern von anderen Leuten, die halt, ja, vielleicht schon ein größeres Auto fahren als ihr, ein schnelleres Auto fahren. Geht halt leider nicht, dass das jeder kann. Mit dieser Message entlasse ich euch, Freunde. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, in diesem Sinne, Regenrinne haut rein und tschüss.